Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Assassin's Creed Origin auf dem Felsen der Zukunft. Was ist das für ein Statue da? Okay. Auf dem Felsen der Zukunft. Nein, wir sind in der letzten Folge hochgeflüchtet, weil wir einen Diebstahl begangen haben und die wieder scharf uns waren. Und jetzt ganz ehrlich gesagt, ich möchte wissen, was da drin genau alles gibt. Truhe, ein Geheimnis. Da eine Kopfgeld uns klar. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal da runter. Hast du das gehört? Unsere Nachschublieferung soll endlich ankommen. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Der Schiffsführer selbst gesagt. Verstanden. Was? Ich sehe nach, dass was gehört. Gut, dass die ihn gegenseitig nicht merken. So. Schatz. Ich darf auch nie Zeugen geben. Okay, weg hier. So, dann gehen wir zur nächsten Prüfung. Die war Quest, das wäre natürlich jetzt hier mit Haus. Genauigkeit. So, dieser drüben. Ja, schauen wir mal, was wir da so bekommen oder kriegen. Schwach oder ängstlich, ja, komm. Da gibt's eine Quest auf Zeit. Wollen die machen? Wir machen zuerst die Quest sonst. Wo muss ich jetzt? Ah, da. Okay. Wie wir jedes Pferd besteigen können, das irgendwie rumsteht. So was uns wäre. Okay, da drüben ist wieder eine Kiste. Ich springe! Ich weiß aus! Ich hab's! 25 dagegen! Na, da müssen wir alle fliehen. Schauen wir mal kurz. Was haben Sie jetzt schon wieder ausgefressen? Ihre Mutter wird mich dem verdammten Minotaurus vorwerfen. Das muss die Vorprüfung der Präzision sein. Oh, ja. Das ist die Vorprüfung der. Wo genau sind meine verfluchten Söhne? Deine Söhne? Das klingt nicht nach einer Prüfung. Hast du schon mal Söhne erzogen? Das ist die schwerste Prüfung von allen. Nur wenn du die weltberühmte, äußerst legitime Vorprüfung der Wo genau sind meine Söhne abschließt, kannst du fortfahren und schließlich auf den Minotaurus treffen. Also, wenn ich deine Söhne finde und sicher zurückbringe, kriege ich dein Prüfungsabzeichen? Du bekommst mein Abzeichen und meine ewige Dankbarkeit. In was für ein Schlamassel deine Söhne auch gestolpert sind. Ich finde sie und hole sie daraus. Meist verstecken sie sich in den Feldern hinter mir. Ich rate dir, bereite dich geistig und moralisch darauf vor, denn das ist deine bisher schwerste Prüfung, tapfere Kriegerin. Wenn ich deine Söhne finden soll, muss ich mehr über sie wissen. Drei kleine Rotznasen. Wunderbar, bildhübsch, aber trotzdem Rotznasen. Sie hören nicht auf mich, aber vielleicht hören sie auf dich. Du sagtest, deine Söhne könnten auf dem Feld sein, aber ich brauche schon etwas mehr. Sie toben überall. Gebäude, Türme, im Korn. Oh, im Korn! Es ist genauso hoch wie meine Söhne. Und damit das perfekte Versteck für sie. Und sie hören nie, wenn ich sie rufe. Auf mich hören sie. Keine Angst, ich bringe deine Söhne sicher nach Hause. Du musst sie alle drei finden. Und beeile dich. Meine Frau wird nicht lange glauben, dass die Burschen am Tempel sind, um zu beten. Okay. Da ist er. Gefunden. Da ist er. Okay, die Frage ist jetzt. Das ist Schatz, okay. Na, wow.
Ja, Anführer entdeckt, wollte gerade sagen. Da einiges gefolgt, glaube ich, noch hier. Einige. Schon okay. Geh heim zu deinem Vater und tu, was er sagt. Sonst sage ich dem Minotauros, wo du wohnst. Aber... ich hasse dich, Söldnerin. Okay, war das schon der erste? Ja. What? Okay. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass das wahrscheinlich auch angreifen könnte. Du bist sicher. Geh heim. Und höre auf deinen Vater, wenn er dich ruft. Ja, Söldnerin. Tut mir leid. Ich muss die anderen Söhne des Prüfungsmeisters finden. Die anderen, ist nur einer noch. Mein Arm. Ich sitz nicht fest. Du kannst jetzt gehen. Ich bin gar nicht hier. Aha, okay. Soll ich da rein am besten? Kannst du abfacken? Manchmal nicht. Ist hier was kaputt? Keine Ahnung, hier? Die Tür? Ah. Da geht's ja. Was du kaputt gemacht hast, war ziemlich teuer. Deswegen würde ich meinen Pater wahrscheinlich umbringen. Pass bloß auf. Bestimmt. Geh heim, jetzt. Oh, das war der letzte Racker. Okay. So weit, so gut. Schauen, ob das wirklich alles war. Es war irgendwie total nichts gegen das andere vorhin mit den ganzen Söldner und drumherum. So. Meine Söhne, du hast sie zurückgebracht. Du hattest recht. Es sind kleine Scheißer. Unglaublich, dass sie auf dich gehört haben. Betrachte die Vorprüfung der Wo genau sind meine Söhne als abgeschlossen. Von all meinen Siegen wird man sich an diesen am längsten erinnern. Ich habe alle Abzeichen. Ich treffe jetzt besser Leandros am Kriegergrab. Mit meiner Frage. Hätte ich... Hieß es nicht mal einmal, ich müsse zwei Abzeichen finden? Drei? Okay, neue Stufe reicht. Das ist genau die Stufe, die ich jetzt brauche. Fähigkeiten. So. Lol, die wurden ja doch. Wie? Ich springe. Wie? Wo will einer springen? Hä? Wo? Für wo? Oh, da ist einer.
Damit schauen wir uns, der nicht springt. Zurück! Bleib zurück! Ich springe! Du musst das nicht tun. Es gibt immer einen Grund zu leben. Nein, nicht für mich! Ich habe nichts! Ich bin nichts! Das ist nicht mal eine Rüstung! Es ist das drittliebste Tablett meiner Mutter! Ich bin ein Versager! Ein Versager! Für mich siehst du wie ein Krieger aus. Auch Krieger kennen Angst. Das ist keine Schande. Angst hilft uns zu überleben. Sie geht vorüber. Aber Ehre nicht. Du findest keine Ehre, wenn du springst. Nur den Tod. Rede mit mir. Ehre. Ja. Mein Dorf. Wir sind arm. Es kommen kaum Händler oder Besucher. Wir sterben. Ich wurde auserwählt, den Minotauros zu töten, damit wir berühmt werden, auf den Karten erscheinen, um uns zu retten. Aber sieh mich an. Ich bin kein Minotauros-Töter. An meinem ersten Tag hier wurde ich von einem kleinen Jungen ausgeraubt. Nicht jeder ist zum Minotauros-Töter geboren. Auch wenn du ohne den Kopf der Bestie zurückkehrst, gibt es noch andere Wege, dein Dorf zu retten. Verdammt, du hast recht. Ich muss einfach nur alle anlügen. Das? Das könnte sogar klappen. Sie müssen nur glauben, dass ich den Minotauros getötet habe. Unser Dorf würde zu einem Schrein für mich, den neuen Theseus. Moris der Prächtige, der Minotauros-Töter. Wir würden wieder aufblühen. Klingt wie ein Traum. Ein Traum, in dem die Leute mein Dorf kennen, Handel treiben. Das wäre ein lohnender Traum. Ich muss überzeugend aussehen, wie ein majestätischer Minotauros-tötender Held. Stiehl die prächtigste Rüstung des Anführers von Pefki. Oh, und ich brauche eine Waffe, die ich aus den kalten, toten Händen des Minotauros nahm. Oder kalte, tote Hufe? Keine Angst, ich bin hier, um zu helfen. Gut, gut, gut. Gut. Kann ich dir sonst noch irgendwas sagen? Eine Axt, die aussieht, als hättest du sie dem toten Minotauros abgenommen. Gibt es einen Händler für sowas in Pefki? Als ich hier eintraf, habe ich von einer legendären Axt in der Festung Lato gehört. Dort wirst du finden, was ich brauche. Was ist so besonders an dieser Axt? Theseus hat sie berührt. Zweimal. Ich bin sicher, Theseus hat viele Äxte angefasst. Nun ja, aber diese Axt zweimal. Das ist die Art Axt, die man bei einem Minotauros erwartet. Okay. Du sagtest, die prächtigste Rüstung sei die des Anführers von Pefki. Wo bewahrt er sie auf? Wo sie sicher ist. Wo sie keine Straßenkinder stehlen können. Sein Haus wird gut bewacht. Ich würde danach sehen. Ich habe genug gehört. Ich besorge dir eine Axt und Rüstung, die eines Minotauros-Töters würdig sind. Nur bitte, spring nicht. Das verspreche ich. Okay. War jetzt so gut. Den hat mir mal gerettet. So, ganz ehrlich gesagt, ich würde so gerne da reingehen. Es sind nur abartig viele, denn ich weiß immer noch nicht, ob man jetzt eigentlich die Wachen schwächen kann, indem ich direkt jetzt hier noch ein paar Sachen abfackle. Und was natürlich möglich ist, ich kann natürlich die Fähigkeit nutzen, durch die Wände zu schießen. Das mache ich zuerst mal. Jetzt mache ich mal das hier. Oh. Haben wir schon gesehen? Echt? Wie ging das jetzt? So. Ja.
Scheiße. Wenn die mich sehen, wird's Essig. Vielleicht der. Nein, ich glaub's nicht. Ich komme hier nicht hin. Sie umher ihren. Sie wissen nicht, wo bin ich, aber sie finden mich nicht. Kopf ganz entfernt. Oh. Okay, Raum ist gefährlich. Kommen sie schon sehr nahe. Aber sie gehen unten durch. Ich muss mich jetzt in den Zielschuss landen. Okay. Noch ein Treffer, dann ist er weg. Ja, aber ihr müsst schneller handeln. Ich hab gleich mein Ziel. Hier, der könnte langsam gefährlich werden hier. Okay, der muss sich kurz ausschalten. Die sind alle umher hier, scheiße. Kann gefährlich werden. So. Okay. Dann such mich. Okay, das kommt nicht gut. Das ist ein großes Schild. Den habe ich mal. Die ganze Zeit ein bisschen Bestellungswechsel machen. Nicht sofort entdecken. Das ist keine wirkliche Ding, ne? Doch ist eine. Das ist die Rüstung von der Moris. Okay. Wirklich prächtig. So, ich kann wieder einen von weitem attackieren. Nein, verfehlt, ich glaub's nicht.
Oh, scheiße. Bin ich verfehlt, ich glaub's ja nicht. Okay, ich glaube, jetzt wird's gleich grausam. Hier ist jemand. Haltet die Augen auf, ich sehe. Schild. Schild nehmen, Schild, Schild nehmen, entschilden. So. Na komm schon. Die sind ja alle umher. Der steht gut. Der steht noch. Oh, verdammt. Ja. Spannend, ob sie mich rechtzeitig finden. Okay. Ja, das hat jetzt einige aufgeschreckt. Hoch, hoch. Was? Wie ging das jetzt? Okay, nicht Abgewehr. So. Okay, jetzt kann ich Schild nehmen. Na komm schon. So. Na komm, schlag. Okay, warte mal. Na komm, warte nicht. So, okay. Das war's soweit. Ich glaube, ich habe ziemlich jetzt alle abgeräumt hier. So, ja, die Folge hat schon ein bisschen länger gedauert, sehe ich gerade jetzt in dem Moment. Wo ist denn diese? Hä? Wo ist dieser Schatz? Wo? Sind wir hier drin? Wo geht's hier rein überhaupt? Okay, hier nicht. Hier geht's rein. Ach. Moment mal. Ah, oh, hier geht's hin, okay. Boah, hat diesen Leder. Das ist toll. Sehr gut, somit hat mir das erledigt. Staatsherr mir auch besiegt. Alles abgeschlossen. Somit wäre auch die Folge zu Ende. Ich bedanke mich schon fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ja, leider ist die heutige Assassin's Creed oder diese Folge schon wieder vorbei. Wenn ihr aber keine weitere Folge verpassen möchtet, schaltet unbedingt morgen wieder ein oder hinterlasst mir ein Abo.
oder schaltet einfach in ein anderes Let's Play rein, das hier gerade verlinkt ist. Bis dann und bye bye.